Hallo, meine guten Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda, Link to the Past. In der letzten Folge haben wir Zelda gerettet, mehr oder weniger, und sie hat gesagt, dass wir in den Geheimgang gehen sollen, der im ersten Stockwerk des Schlosses sich befindet. Na dann, let's go! Mit Mädchen. Wir dürfen jetzt Leibgarde wahrscheinlich spielen für die Mädchen. Ich bin kein Fan von solchen Escort-Missionen normalerweise, abgesehen von Aiko. Okay, draußen geht irgendwo der Funk ab, aber das interessiert mich jetzt nicht direkt. So. Und ich wechsle schon wieder in den Kartenbildschirm, weil ich mit der Steuerung noch nicht zurechtkomme vom Gamepad. Ich muss mich da ein bisschen umstellen, weil, wie gesagt, es ist ein PS1-Gamepad, was ich da in der Hand habe und, naja. Ich habe schon so lange PS2 und PS3 Spiele gespielt, dass ich dieses Controller-Ding-Reflex einfach habe. Dass ich Quadrat so die Zweitgegenstände einsetze oder sowas. Von daher entschuldigt mich noch bitte, das wird noch besser, denke ich. Ja, wir gehen jetzt mal die Abkürzung. Mit euch gebe ich mich nämlich nicht ab. Okay, gehen wir mal nach unten. Und ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Ja, stirb. Stirb eines qualvollen Todes. Ob man Zelda reinschubsen kann? Na, ich tue ja das nicht an. Zumal ich Zelda eh viel lieber mag als gewisse andere Charaktere. Peach. So. Passt. Mein Immen hat sie auch in Wind Waker einen Sinn gehabt. Okay, irgendwo geht hier der Funk ab. The Funky Town. Au. Geht weg von mir. Okay. Au. Geht weg. Ihr dreckiges Gesindel. Gib mir mein Herz zurück. Da. Bams. Frisst Krug. Und erstickt dran. Okay. Da oben ist so ein Heino und das sind zwei. Geh weg. Au! Ja, geh weg. Gib mir mein Herz zurück. Danke. Okay. Oh, ich habe mein Herz wieder. Oh, ich bin glücklich. Ich habe wieder meine drei Herzchen voll. Das ist immer die Schwierigkeit bei Zelda. Anfangs hat man auch Herzen. So minimal Herzen, dass man aufpassen muss, wie sonst was. Ja, später bringt sich das ein. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen, nur Mut. Okay, Thronsaal. Gucken wir doch mal. Nee, du verarschst mich, Mädel. Oh nein, nicht diese. Nicht zwei von denen. Geht weg. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Hehehehe. Ich nehme mein Herz zurück. Ich hasse euch. Ja. Stirbt eines qualvollen Todes mit meinem Schwert. Ich möchte mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Irgendwas. So. Gibt's da unten irgendwas? Nö. Na gut, dann Thronsaal? Ach, das sind wir ja schon. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du irgendeine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne dich kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Ja, gerne, aber erstmal will ich meine Lampe ausrüsten. So, genau. Schieben wir ganz brav. Geheimgang, whip-de-doo. Oh Gott, das ist wirklich finster. Ei! Ich hasse. Oh, scheiß Ratten, ey. Scheiß Ratten. Ich hasse euch. Geht sterben. Ich möchte eine Lampe. Wäre das möglich?
Oder... Ah. Ah, ich will aus dem Kartenbildschirm raus. Hehe. Licht. Oh ja, gib mir Rubine. Gib mir mehr Rubine. Da. Aber ich möchte mich noch ein bisschen umgucken hier. So. Weil links gab es ja auch noch einen Gang. Okay. Bringt jetzt halt nicht viel, oder wie? Dann gehen wir da runter. So. Ih, Schlangen! Das wird denn immer schöner hier. Geht's weg. Haut ab von mir! Haut ab! Ich hasse euch für meine Rubine. Licht an. Sehr schön. Oh. Karte. Ich sehe hier absolut nichts. Das ist ja... Ja, ich weiß, es ist Sinn des Spiels, aber... Okay. Das riskiere ich nicht. Safe State. Ich habe Angst. Ich hasse solche Passagen. Ganz ehrlich, kein Freund davon. Gib mir nicht. Komm, gib mir was Schönes. Schlüssel. Gib mir. Lass mich raus. Okay, Safe State. Link, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur durch dieses Gewölbe und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, toll. Sag das mir mit einem Herz. Blöde. Ich will Karubine. Ich will Herzen. Mir ein Herz. Mir. Ich will keine Magie, ich will ein Herz. Geh weg. Du. Verpiss dich. Geh weg von mir alle. Ich hasse euch. Okay, hier geht's nicht weiter. Toll. Schlüssel. Ich will einen Schlüssel haben. Dann gibt ihr mir nicht. Ihr seid so gemein. Ihr seid so eine gemein. Ja. Schlüssel! Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Ich will nicht sterben. Ich will nicht meinen ersten Bildschirm tot haben. Bruder. Könnt ihr mir einen Gefallen geben? Hast du ein Herz für mich? Nein, hast du nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist ja auch nur Rubine. Herz? Maybe? Okay, jetzt sind lauter Dinger da.
kann ich dieses Ding verschieben? Oder... Ah, das kann ich verschieben. Sehr schön. Ein Leben noch. Wollt ihr mich verarschen? Safe State. Nein! Geht weg! Ratten. Ich hasse Ratten. Ich hasse allgemein Ungeziefer. Ich lass mich nicht von Ratten jetzt im zweiten Part sterben. Sonst habe ich meinen Fail-Faktor um sage und schreibe 9000 erweitert. Aber naja, gut. Sind wir schon da? Bitte sag mir, dass wir schon da sind. Nein, natürlich nicht. Sind wir noch nicht da. Hinter der Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Toll! Was macht der andere Hebel? Ach komm, wir machen jetzt schon mal... Wir nehmen mal den Hebel, weil links ist... Oh, und natürlich der falsche. Fuck you! Und ich habe jetzt offiziell ersten... Herz! Ich bin gerettet. Okay, ich lieb. Okay, Schlangen, ich hab euch lieb. Ihr hoffentlich auch. Mich auch. Wenn nicht, dann ist es euer Problem, nicht meins. Denn ihr werdet mir jetzt schön brav Herzchen spenden. Oh, ja, jetzt fühle ich mich besser. Zieh an diesen Hebel. Drücke, um Tür zu öffnen. Ja, toll. Warum hast du mich dann den falschen Hebel ziehen lassen? Ach, Zelda, du bist so intelligent. Genauso wie ich. So, ziehen wir mal an den. Jawohl. Endlich. Wir haben es geschafft. Oder? Oh, Jesus. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Yep. Ja, richtig. Link half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten... Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der Sieben Weisen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in den Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der Sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte! Ich sehe, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dolphälteste sei ein Nachfahre der Sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda, stecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus des... Markiere dir das Haus... Sarasralas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du das verstanden? Ajo. Kriegen wir schon. Aber was hast du in deiner Truhe? Die möchte ich doch gerne haben. Was hast du? Herzteil! Ein Herzcontainer, deine Herzanzahl ist gestiegen. Oh, nice. Das brauche ich. Gerade jetzt, wo ich eh mit der Steuerung noch zu kämpfen habe. Ah, ja gut. Das war sehr interessant. Oh, also gut. Lass mich raten, Karte. Kann ich zoomen irgendwie? Kann ich irgendwie... Aha. Sehr schön. Start muss ich also hin. Ist gut. Und irgendwie spackt jetzt mein Controller rum. Äh.
Link, alles in Ordnung? Na, ich würde sagen, ich mache hier eh erst einmal Schluss. In der nächsten Folge gehen wir in das Dorf. Ich werde meinen spackenden Controller wieder ins Lot biegen und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt A Legend of Zelda, Link to the Past. Ich bin Maragon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!